Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute lernen wir den Bereich Shore Operations kennen. Das sind die Kollegen, die sich um die Ausflüge kümmern. Dann werden wir Ingo Linsen an Bord begrüßen und Captain Kurs zeigt uns die Brücke. Viel Spaß wünsche ich euch. Heidi Furich ist eine sehr geschätzte Kollegin aus dem Bereich Shore Operations. Die kümmert sich um eure Ausflüge und sie brennt für ihren Job. Und ich finde, das sieht man jede Sekunde. Guck mal. Das Shore Excursion Team, das ist eigentlich so ein bunter Haufen an Leuten, die neugierig sind auf die Welt. Und da draußen gibt es so viele tolle Orte, die man sehen, erkunden, entdecken kann, die einfach faszinieren, die einen so respektvoll innehalten lassen. Und genau das wollen wir alles sehen. Und eine Kreuzfahrt ist natürlich die beste Möglichkeit, um tatsächlich viel in kurzer Zeit zu erkunden. Aber die Zeit ist sehr kostbar, sie ist sehr begrenzt und genau da kommen wir ins Spiel. Dann ist es wichtig, dass wir genau uns überlegen, was packen wir in so einen Ausflug rein, damit das Beste in einem Tag gesehen werden kann, damit wir wirklich den Ausflug genießen können und mit einem Gefühl nach Hause gehen. Ich habe das Land kennengelernt und das war richtig toll. Wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Eigentlich ist es so, dass eben auch für mich das mit Reisen begonnen hat. Ich bin einmal in Australien gewesen, ein Jahr Work and Travel, und ich habe mir gedacht, meine Güte, es gibt so viele Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, die ich unbedingt noch erleben möchte. Und dann war einfach der Moment geboren, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Arbeit, wo ich reise. Und ich bin damals über die Annonce gestolpert, der Scouts, und dachte mir, wie verrückt ist das? Man muss jeden Tag rausgehen in die Welt, man schaut sich jeden Tag tolle Sachen an, kriegt alles erklärt und wird dafür bezahlt. Und da habe ich gedacht, das ist es, da muss ich mit dazu. Ja, das ist jetzt 9 Jahre her. Und es fesselt immer noch. Von dem täglich Begleiten der Ausflüge bis hin zum Formen des Programms war das ein ganz, ganz toller Prozess. Das kennt, glaube ich, jeder von sich. Wenn man irgendwas Tolles draußen in der Welt entdeckt hat, dann möchte man alle anderen mitnehmen. Man möchte sagen, kommt mit, schaut es euch an. Genau das ist großartig und das müsst ihr kennenlernen. Wir haben in allen Häfen qualifizierte Partner, das heißt lokale Agenturen, die natürlich ihre Reiseleiter, ihre Busse, alles an der Hand haben. Mit denen zusammen kreieren wir also ein Ausflugsprogramm, das ganz bunt sich schon darstellt. Das geht also von der Stadtentdeckung bis rüber zur Naturbeobachtung und Erkundung rein. Wir wollen natürlich Zeitreisen machen, ganz klar. Wir wollen Tradition und Kultur erleben. Wir wollen uns tolle Paläste angucken. Wir wollen natürlich auch Blicke von der Wasserseite noch mal genießen durch die kleinen Wasserstraßen und dann natürlich auch ganz aktiv sein. Das heißt also vom manuellen bis zum elektrischen fahrbaren Untersatz ist auch alles dabei. Und genau das macht es eben aus, also eine breite Variation an Möglichkeiten, die einzelnen Städte, Länder zu erkunden. Kurt Tucholsky sagte einmal, die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an. Und genau das ist es. Genau das wollen wir hier. Ja, die machen wirklich einen ganz tollen Job, die Kollegen. Und ich denke, das spürt man auch mit jedem Ausflug, den wir anbieten. So, jetzt kommen wir zu meinem Fernsehkollegen und Freund Ingo Linsen. 2 Jahre lang habe ich versucht, ihn an Bord zu bringen, weil er wirklich tolle, spannende Geschichten zu erzählen hat. Und ihr werdet es nicht glauben, jetzt war er da. Viel Spaß. Ich glaube, es ist einem ein bisschen so in die Wiege gelegt, wenn man in der Schule anfängt, irgendwann mal der Klassensprecher zu werden oder wenn man in der Eishockeymannschaft der Kapitän ist, dann sprichst du für die anderen. Hallo, guten Abend. So, ich will euch ein paar Geschichten erzählen rund ums Recht. Viele sagen ja, wie kann man Jura studieren? Jura sei ja trocken. Ich habe das so während des Studiums nur ansatzweise empfunden. Seitdem ich arbeite, und das ist jetzt fast seit 30 Jahren, ist das überhaupt nicht mehr so. Also ich glaube, ich habe so ein Bedürfnis, ausgleichend zu sein. Also wenn ich zwei da sehe, die streiten, dann bin ich meistens dazwischen und versuche, dass das glatt gebügelt wird. Die Spitze des Eisbergs ist für mich ein Verfahren. Das habe ich allerdings nur aus der Presse mitbekommen. Und das soll sich in China zugetragen haben. Und zwar ist da Folgendes passiert. Ein Mann, sehr stattlich, gut aussehend, hat eine ebensolche Frau. Hübsch, liebreizend. Und die schauen sich beide wirklich gerne an. Nur was er nicht gerne anschaut, das sind die Kinder.
Weil die bezeichnet er als komplett missraten. Ich würde mich privat eigentlich, glaube ich, nie streiten, auch mit Dritten. Also innerfamiliär gibt es ja immer die Diskussion, mal rechts und links. Aber wenn du mich fragst, wenn jetzt so ein Handwerker käme, ne, und der Murks bei mir macht, das würde ich immer versuchen, auf eine andere Art und Weise zu regeln. Ich mag mich privat nicht streiten. Und überprüft den Lebensweg seiner Frau. Und was stellt er dabei fest? Er stellt fest, dass die Frau mehrere Schönheitsoperationen hinter sich gebracht hat. Ich hatte für mich eigentlich auch entschieden, ich tue das auch nie. Ja, weil ich gedacht habe, was soll ich denn da? Da bin ich eingesperrt, ne, auf diesem Schiff und kann mich nicht bewegen und laufe die ganze Zeit nur, ja, im Kreis rum. Ne, und womöglich gehe ich mal in eine Muckibude. Ich habe gehört, sowas gibt es auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Da habe ich gedacht, naja, komm, aber so viele Leute dann um mich rum. Alles Murks. Und es ist wie so oft im Leben, ich bin lügengestraft worden. Das sage ich nicht, weil du mich jetzt interviewst. Ich habe das gestern schon jemandem geschrieben, der nur über mich gelacht hat, weil ich sagte, ich gehe da drauf. Es ist klasse. Es ist wirklich, ich entspanne total. Ich setze mich raus, gucke aufs Meer und merke auf einmal, es stört mich überhaupt nicht, dass mein Handy hier nicht funktioniert. Das hat ihn so erbost, weil jetzt konnte er sich endlich erklären, warum die Kinder nicht so stattlich sind wie er selber, dass er seine Frau auf Schadensersatz verklagt hat. Ich muss das sagen, ich habe gestern so einen reizenden Brief gehabt nach der Show. Da stand dann unten so ein kleines Briefchen, stand dann, wir tun alles, um dir diese Reise so schön und so angenehm zu gestalten, wie es geht. Und das tut ihr wirklich. Und ein chinesisches Gericht soll ihm tatsächlich $125.000 zugesprochen haben. Ich möchte nicht wissen, wie diese Ehe weitergegangen ist. Ja, dann wünsche ich euch mal alles Gute. Ich hoffe, ihr habt die Reise genauso genossen auf der AIDA, wie ich es selbst getan habe. Und ich bin mir sicher, wir werden uns auf einem dieser Schiffe der AIDA wiedersehen. Unser Kapitän Kurs hat uns eingeladen auf die Brücke. Und er hat uns mit ganz viel Ruhe und Liebe zum Detail mal erzählt, was da so passiert. Guck mal. Auf See ist unsere Brücke im normalen Bemannungszustand mit zwei Offizieren und einem Matrosen als Ausguck besetzt. Diesen Zustand nennen wir in der englischen Fachsprache Green Manning. Wenn wir in einen Hafen einlaufen, verstärken wir den Bemannungsgrad, dann kommt mein Stellvertreter, der Staffkapitän, dazu und auch ich verstärke das Brückenteam. Wonderful, good morning, Captain speaking. We are in Red Manning, I have the charge. Dann sprechen wir vom sogenannten Red Manning. Bevor wir in einen Hafen einlaufen, zum Red Manning wechseln und den Lotsen an Bord nehmen, führen wir ein sogenanntes Teambriefing durch. Dieses vollzieht sich nach einer standardisierten Checkliste, anhand derer wir besprechen, mit wie vielen Dieselgeneratoren, mit wie vielen Querstrahlrudern und mit welchen Durchdrehabständen wir in einen Hafen einlaufen wollen. Wir haben dazu die entsprechende Seekarte des Hafens vorliegen und zu jedem Maßstab auch so kleine Schiffsmodelle, um das besser zu visualisieren. Trotz all der Technik und den hochmodernen Seekarten ist es auch heute in fast allen Häfen der Welt noch Pflicht, einen Lotsen als ortskundigen Berater des Kapitäns an Bord zu nehmen. Der Lotse kommt mit seinem Lotsenversetzer längsseits unserer AIDA Blue, kommt dann an Bord und wird von dem Security Officer auf die Brücke gebracht, wo wir zunächst ein sogenanntes Pilot Masters Exchange, also einen Austausch, durchführen. Dabei informiere ich den Lotsen über die Begebenheiten des Schiffes, die Antriebsleistung, ob alles in Ordnung ist. Und der Lotse informiert mich über die Begebenheiten seines Hafens, die Umwelteinflüsse, Strömungen, Windverhältnisse oder andere nautische, kurzfristige Begebenheiten. Ich stehe hier in der sogenannten Brückennock, so nennen wir den Überstand unserer Brücke. Von dort aus legen wir morgens das Schiff im Hafen an und abends auch wieder ab. Wir haben die beiden Hebel für die Fahrmotoren, den sogenannten Maschinentelegrafen, sowie die Hebel für die Querstrahlruder, mit der wir das Schiff an die Pier bringen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so die Arbeitsabläufe hier auf der Brücke ein wenig näher bringen und wünsche Ihnen nun viel Spaß bei Ihren Aktivitäten hier an Bord. Hier in Hamburg ist es inzwischen richtig kalt und ungemütlich. Auf unseren Schiffen, da ist es warm und kuschelig. Und wenn ihr mehr wissen wollt über uns und über unsere Reisen, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche.
Wir starten in La Romana und fahren zuerst nach Martinique und Antigua. Danach machen wir Halt in St. Martin und Tortola. Weiter geht es nach Samana und Montego Bay. Als nächstes fahren wir nach Puerto Limón und Colón. Wir machen noch Halt in Cartagena und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, La Romana. Und als beste Inspiration für eure Urlaubsplanung kommen jetzt die schönsten Bilder mit der schönsten Musik. Viel Spaß wünsche ich euch. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me.